Und da sind wir wieder bei Let's Play Final Fantasy Type Zero HD. Es wird Zeit, es ist Tempus Finis und wir werden uns nun mit Celestia zusammen in den Tempel stürzen, indem wir ganz offensichtlich Sid Austin aufhalten müssen. Das scheint ja unser vornehmliches Ziel zu sein und natürlich ganz nebenbei auch diese Rusus mit beseitigen und um die Ecke bringen. Die zu töten, wir allein in der Lage sind, wie es aussieht, denn die Anime von denen müssen entfernt werden, damit sie tatsächlich liegen bleiben und ich glaube, das können bloß wir. Drum würde ich sagen, legen wir direkt mal los und wir brauchen auf jeden Fall Celestias Hilfe, denn ohne einen Lissie kommen wir nicht rein. Begebt ihr euch ins Pandemonium, ist euch die Rückkehr verwehrt. Habt ihr eure Wahl getroffen? Schon vor langer Zeit. Auf ins Pandemonium. Ihr habt euch also entschieden. Ich werde euch zum Tempel des Todes geleiten. Kupo? Traut euch ja nicht wieder zurückzukommen, Kupo. Ich werd sonst böse, das schwöre ich bei meinem Bommel, Kupo. We killed your son. Why are you offering to aid us? My hatred lingers. But now, I wish to believe in the future Mistress Kaya envisioned, the one for which she sacrificed her life. Mistress Kaya? Queen Andoria Kaya of Concordia. What? You still remember? Her Majesty? When I became a Lassie, Her Majesty's dragon returned my memories of her to me. Mistress Kaya had the power to see the future. Therefore, she knew that her visiting Militus would bring about her certain death. Then, why did she... She must have believed that it was necessary. That is what Mistress Kaya chose. The same is true of me. I have chosen a path at variance with the will of the Azure Dragon Crystal. I see. So, I will now lose everything. Bound by my family name, I defended my kingdom and my people as the Akatoki Warden, and even lost my son. But now, it ends. Is this the path I've chosen? You have a choice to make. You are to choose your own paths. Follow the path in life. To find your death. What the hell is that? She's fallen. Then she's... Yes. She is no longer in this world.
Could this be fate? Our paths have never crossed, but I know who you are. You're the pawns of that woman. The one who has crossed the White Tiger. Very well. I shall be the one to pass judgment on you. We will stop, Sid. You're not gonna kill us that easily. I never anticipated that our fight with Sid would turn out to be like this. Within my dark clutches, you shall die a slow death. Die Klasse 0 teilt sich hier in zwei Gruppen auf. Wähle jeweils drei Kampfmitglieder für die rechte und die linke Route aus. Die übrigen Charaktere agieren auf beiden Routen als Reservekämpfer. Das war mal... Let's split up and take them out individually. Ja. Wähle drei Kampfmitglieder für die erste Gruppe aus. Das war mal ein sehr seltsames Ende für Celestia, würde ich sagen. Auf jeden Fall ist sie gefallen und soweit ich weiß, sind Lassie, die von ihrem Auftrag abfallen, den der Kristall ihnen stellt, dazu verdammt, als Monster durch die Gegend zu streifen. Keine schönen Aussichten, muss ich sagen, und ein ziemlich heftiges Opfer von ihr. Na gut, hoffen wir, dass es das wert ist. Wen schicken wir mit? Ich würde sagen Seven, Kater und Queen. Machen wir die mal als eine Truppe. Und die zweite Truppe besteht dann aus King, Nine und Trey. Und die restlichen sind Reserve. Die sind ja nicht so wichtig. Let's go. Okay. Jetzt wird's ernst. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Waffe kann ich noch nicht ziehen? Nein, wie es aussieht, nicht. Auf ins Verderben! Feuerprobe. Besiege alle Feinde. Zeitlimit 10 Minuten. Jede Probe wird so lange wiederholt, bis die Bedingungen für einen Sieg erfüllt sind. Bei einer Niederlage stirbt der Gruppenführer. Na toll. Herzlichen Glückwunsch. Ach so, ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen rangehen. So. Das war noch relativ einfach. Hoffen wir mal, dass... Sehr schön, ich hoffe mal, das bleibt bei dem Anspruch, dann sollten wir das hinkriegen. Es wird zur anderen Gruppe gewechselt. Let's go. So, ich glaube mal, ich wechsle erstmal auf 9 und bei Bedarf werde ich dann auf einen der Fernkämpfer wechseln, falls das Bedürfnis dafür da ist. Werden wir mal schauen. Aber ich könnte mir vorstellen, erstmal sieht es wohl genauso aus, die Aufgabe, oder? Are you up to the challenge? Yeah. Oh, what? Mehrere. I'm at my breaking point, and I'm gonna break Sid Allstein in two. Na dann. Ich wechsle mal. Leave this to me. Genau deshalb. Haha, sehr schön. Und vorbei. So, das sind schon ein paar mehr als vorher noch. Aber ich denke, das kriegen wir trotzdem ganz gut hin. Ich sehe gerade, bei denen scheint es wohl besser zu passen, wenn ich einfach ein bisschen auf Masse gehe, statt hier die Schüsse aufzuladen. Na? Gut, das war's schon mal für die. Oh, schön. Habe ich zwar nicht anvisiert, ist aber auch okay, wenn es die andere erwischt. Ja, im Prinzip ist es nicht allzu gefährlich, denn sie sind ja zum Glück sehr langsam unterwegs. Na? So, war es auch für den? Ich glaube, dann dürfte es nur noch der eine sein, oder? Nee, es kommen immer noch mehr. Eieiei.
Ja, wenn ich treffen würde, wäre das schön. Oh shit. Ey, wie viele soll ich denn hier platt machen? Leute? Ich meine, die Zeit ist gleich um, ne? Ich will jetzt nicht, dass mir Trey hier wegstirbt. Ich finde, ich kämpfe doch gar nicht so schlecht. Oh shit. Ja, ist ja gut. Okay, ich bin gespannt, was passiert. Gleich ist die Zeit um. Okay. Urteil bestanden. Wie es scheint, mussten wir diesmal einfach nur überleben. Also dann, weiter geht's. Machen wir nochmal mit King an der Stelle weiter, aber wir schalten ja wahrscheinlich erstmal wieder rüber. Genau. So, Seven. Der Kreuzgang der Verheißung. Davon liegt was für uns. Eine Feueranima? Ist das nicht so eine ganz billige? Na gut, wie ihr meint. This should be easy for you. Was darf's sein? Durchquere das Tor zweimal, ohne Schaden zu nehmen. Okay. Oh Gott. Na, wenn's weiter nichts ist. Das sollten wir doch eigentlich hinkriegen, oder? Also, so weit, so gut. Ich meine, dann bewege ich mich halt mal springend vorwärts, ne? Gut. Ist in Ordnung. Hier sieht's etwas schief aus. Und da kommt was auf uns zu. Okay. Der Kreuzgang der Offenbarung. Irgendwie ist das alles sehr abgefuckt hier. Das Tor bleibt verschlossen. Sollen wir hier hin? Ah ja. Na dann, King, mach dich bereit. Ja, du musst nicht gleich schießen. Es reicht, wenn du die Waffen ziehst. You should at least be able to do this much. Besiege alle Feinde und schreite voran. Okay. Solche Feinde, das ist spannend. Ja, das sollte gerade so machbar sein. Was? Mist, jetzt habe ich gerade nicht auf das geachtet, was da stand. Das ist ärgerlich. Aber ich kann sie nicht treffen. Ach so, wahrscheinlich soll ich erstmal die Flammen hier platt machen. Die Flammen der Vergeltung. Das ist natürlich durchaus machbar. So. Ja, schon besser. Na dann, let's head on. You are now authorized to proceed. Ich frage mich, was mit Sid Austin passiert ist. Hat er sich irgendwie verwandelt? Is this Rubrum? Sieht so aus. Und ein Golem, der durchmarschiert und alles wegräumt. Lass uns lieber weitergehen.